zieht das Pferd gerne beim Longieren über die äußere Schulter und macht sich ganz schön schwer in der Hand, sodass man so einen richtig schönen Zug in der eigenen Hand spürt und natürlich auch das Pferd am Kappzaum. Ja, das passiert gerne und auch öfter. Jedes Pferd hat eine hohle Seite, auf der es gerne auf die äußere Schulter fällt und somit den Zirkel vergrößert. Aber nicht nur die Schiefe des Pferdes ist mit daran schuld, sondern auch unsere eigene Schiefe. Wenn wir die Kreislinie verlassen und dem Pferd folgen, ja dann werden wir das Problem verstärken. Im heutigen Video zeige ich, was man tun kann, um die Linienführung zu beeinflussen. Beim Longieren haben viele Pferde das Thema, dass sie auf einer Seite gerne über die äußere Schulter den Zirkel vergrößern und somit nach außen ziehen und dem Longeur somit schwer in der Hand werden. Das heißt, die hohle Seite des Pferdes schafft es nicht, sich korrekt zu biegen, sondern überbiegt das Pferd im Hals, so zieht es über die Schultern weg. Worauf kann ich als Mensch dabei nun achten, dass dies nicht passiert oder ich dies zumindest nicht noch weiter verstärke? Worauf kann ich nun dabei achten? Ich kann darauf achten, dass ich mit meinen eigenen Zehenspitzen schön nach innen gedreht bleibe und somit meine eigene Kreislinie verfolge und nicht auf das Pferd zulaufe. Ich kann mich auch etwas weiter nach hinten versetzen, sodass ich nicht vor den Vorderbeinen des Pferdes unterwegs bin, sondern deutlich weiter hinten, um ihnen Platz zu bieten, nach innen zu schwingen. Also, dass das Pferd nicht das Gefühl hat, da von meinem Körper blockiert zu werden. Und ich versuche immer wieder, meine eigene innere Hand schön vor mir zu tragen und nicht eben nach außen ziehen zu lassen, sondern eben so, dass ich sozusagen meiner eigenen inneren Hand folge, also dass ich der sozusagen hinterherlaufe. Andernfalls gibt es auch noch die Möglichkeit, mit der Gerte über den Widerriss drüber zu gehen. Das geht besonders gut, wenn man selber etwas weiter hinten ist, weil man dann den Vorderbeinen wieder gut Platz lässt, nach innen zu schwingen. Das heißt, wenn das Pferd die Gertenhilfe als äußeren Zügel versteht, kann man die Schwungrichtung dabei nach innen holen. Das heißt, dass man dann eben außen einen Impuls setzt, wenn eines der Vorderbeine gerade in der Luft ist. Odyssea hat vor kurzer Zeit die Gruppe Hereinhilfe gelernt und findet jetzt alles, was eben über den Rücken zeigt, soll eine Gruppe herein sein. Das heißt, da müssen wir zum Beispiel noch etwas nacharbeiten, damit sie wirklich den Unterschied zwischen äußerem Schenkel und äußerem Zügel versteht. Hier demonstriere ich nun, was passiert, wenn man mit den eigenen Füßen auf die Schulter des Pferdes zuläuft. Also man sieht, Odyssea vergrößert den Kreis, sie geht vor mir weg, ohne dass ich mit der Gerte überhaupt was zusätzlich gemacht habe. Also sie reagiert auf meine Körpersprache, wenn ich eben meine Linie verlasse. Das heißt, ich achte ganz genau darauf, dass ich meine Füße auf der Linie lasse, die ich eben gehen möchte. Zusätzlich kann man auch Handwechsel einbauen, das heißt Handwechsel in der Bewegung können hilfreich sein, die Schulter in Bewegung zu halten. Das heißt, wenn ein Pferd eben weiß, es könnte jederzeit ein Handwechsel folgen, ja, dann bleibt es darauf auch aufmerksam und die Schultern bleiben dadurch etwas beweglicher. Odyssea hat auf der rechten Seite nicht so das Thema mit der Schulter nach außen ziehen, sondern eher, dass sie da einen Hauch nach innen fällt und die Biegung nicht ganz perfekt ist. Daher versucht sie auch hier immer wieder anzutraben und sich aus der Biegung rauszunehmen, um zu sagen, das ist anstrengend, das ist schwierig, traben würde mir leichter fallen. Und man hat hier jetzt gesehen, wie ich mit der Gerte an der inneren Schulter gefächert habe, um die Vorderbeine nach draußen zu bringen. So ist es eben nicht optimal, weil man dann die Vorderbeine dazu bringt, nach außen zu laufen, also die Schwungrichtung Richtung nach außen zu nehmen. Und das wäre nicht so super. Also gerade, weil man dadurch das innere Vorderbein dazu bringt, nach außen zu kreuzen. Das heißt, unser Ziel wäre es, den Zirkel zu vergrößern, über den inneren Schenkel, über die Biegung und nicht über die innere Schulter, wenn es nicht sein muss. Man kann es mal verwenden, wenn es notwendig wird, weil das Pferd gar nicht reagiert, aber der Hauptfaktor sollte sein, dass wir bitte über den inneren Schenkel vergrößern. Hier nutze ich mir nun etwas Gruppe herein,
um eben vielleicht das innere Vorderbein dadurch etwas leichter zu bekommen. Und man sieht gleich, Odysseus fällt nicht mehr so auf die innere Schulter. Das Gruppe herein ist noch nicht perfekt. Wir lernen das ja gerade erst, aber es macht schon seinen Nutzen. Also ich kann es schon verwenden, um eben die innere Schulter leichter zu machen, und dafür muss es nicht perfekt sein. Das kann natürlich auch nützlich sein auf der Seite, wo das Pferd gerne vergrößert, also wo es über die äußere Schulter wegläuft, weil ich dadurch auch die Schwungrichtung des inneren Vorderbeins beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich eben mir das äußere Hinterbein hole und ich das innere Vorderbein dazu bekomme, dass es besser auf die Kreislinie steigt und nicht nach außen kreuzt, so wie wir hier manchmal etwas sehen, und Odysseus über das innere Vorderbein vergrößert, dann kann das natürlich nützlich sein, um eben da die Schwungrichtung zu korrigieren und da die Leichtigkeit auch in der inneren eigenen Hand zu erzeugen. Wenn wir jetzt weiter in den Trab schauen, dann zieht sich das Thema natürlich durch, also auch in der schnelleren Gangart ist das Thema über die äußere Schulter ziehen auf der linken Hand deutlich vorhanden. Man sieht den Zug am Kappzaum, man sieht, wie der Kappzaum leicht verrutscht und wie ich eben wieder darauf bedacht bin, schön auf der Linie zu bleiben, die Hand immer wieder nach innen zu nehmen und auch ab und an mal vom Pferd wegzuschauen. Aktuell sieht man noch, wie ich sehr hinschaue und das Pferd beobachte. Und durch das Beobachten zieht man das Pferd, also drückt man das Pferd noch mehr nach draußen, und die eigenen Beine zieht es nach draußen im Sinne von, wir werden wieder größer. Das heißt, wenn ich auch mal ganz deutlich wegschaue und nur die Linie anschaue, auf der ich gehe, dann nehme ich dem Pferd auch Druck. Das heißt, wenn ich eben das Pferd zu stark begutachte, dann übt mein Blick Druck aus. Das kennen wir vielleicht, wenn wir in der Straßenbahn sitzen und beobachtet werden und jemand schaut uns ganz genau an, dass wir das irgendwann spüren, ohne dass wir das vorher gesehen haben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für das Pferd, dass wir den Druck unseres Blicks immer wieder mal rausnehmen. Auch Übergänge können nützlich sein, also mal vom Schritt in den Halt, vom Trab in den Halt, vom Trab in den Schritt, aus dem Halt wieder antraben. Allerdings muss man beim Antraben dann wieder sehr darauf achten, dass man nicht auf das Pferd zuläuft und es dadurch wieder nach außen drängt, nur weil man Energie machen möchte, sondern auch da sollte man in die richtige Richtung gedreht bleiben. Und eben auch hier, wie man sieht, immer wieder Handwechsel einbauen, nun auch im Trab. Also, dass man sagt, man nimmt sich auch in der Energie die Handwechsel im Trab. Das kann am Anfang natürlich etwas schwieriger sein, weil das Pferd das nicht kennt. Man sieht auch hier, wie Odysseus etwas zögert, auf mich zuzulaufen. Das heißt, das haben wir noch nicht so lange dabei, aber es hilft mir eben, die Schultern zu bewegen und zu sagen, Achtung, es könnte jederzeit ein Handwechsel kommen. Bleibe leicht in deiner äußeren Schulter. Und gerade auch die Bewegungen in den Schultern sind auch gut für die Führung der Vorderbeine auf der Kreislinie, weil wir dadurch eben auch zu mehr Lockerheit finden können. Natürlich kann ich auch hier wieder das Gruppe herein nutzen, um eben zu schauen, kriege ich die Schwungrichtung der Vorderbeine in eine bessere Richtung? Macht sie sich hier jetzt auf der rechten Seite, wo sie etwas steifer ist, etwas leichter in der inneren Schulter? Also man merkt, sie hebt sich da gut an, Biegung ist nicht perfekt, aber ich habe eine schöne Reaktion und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Und natürlich ist es dann auch spannend, wie sich das auf der schwierigeren Seite verhält. Also wir haben es hier jetzt nochmal auf der rechten Hand, wo man sieht, dass sie sich sehr bemüht, dass sie sich hebt, dass mir die Schulter nicht mehr so stark nach innen entgegenkommt, sondern sie sich da deutlich leichter macht. Und das Ziel wäre es natürlich, das dann auf die Biegung, auf die normale Biegung mitzunehmen. Es ist natürlich super, wenn man dann einfach wieder Handwechsel machen kann, ohne dass man dabei stehen bleiben muss. Und auch hier nehmen wir das Gruppe herein und man sieht, wie schön die Vorderbeine eigentlich da mitkommen. Also wie die da auf der Kreislinie, da wo es ihr eben schwer fällt auf der linken Hand, eigentlich sehr schön sich rahmen lassen
über das äußere Hinterbein und wie ich dann eben wieder etwas Zug bekomme, wenn ich das Gruppe herein auflöse. Ja, wir haben aber allerdings noch eine dritte Gangart. Das heißt, wir schauen jetzt mal, obwohl der Zug nicht ganz perfekt ist, in den Galopp. Das heißt, wir schauen, wie ihr der Galopp vielleicht auch helfen kann, die Schultern freier zu machen. Ich lasse sie hier jetzt bewusst größer raus, weil sie im Galopp deutlich größere Linien braucht, weil sie da wirklich Platz braucht, um schön springen zu können und eben dabei nicht zu sehr in die Schräglage zu kommen. Man sieht, die Longe ist nicht immer ganz arg gespannt, also es ist gar nicht so schlecht jetzt im Galopp. Ich beeinflusse hier auch noch wenig, weil mir hier mehr wichtig ist, dass ich das Pferd im Galopp behalte, dass sie selbstständig weiter galoppiert, damit ich später mal Zeit habe, das Ganze zu beeinflussen und eben dann auch an der Biegung und an der äußeren Schulter zu arbeiten. Nur wenn ein Pferd nicht weiter galoppiert, dann habe ich natürlich wenig Einfluss bzw. wenig Möglichkeit, den Galopp dann zu bearbeiten oder Hilfen hinzuzufügen. Wie man jetzt sieht, die Longe war deutlich durchhängender nach dem Galopp, also das war nicht mehr so arg auf Spannung, sondern sie war deutlich leichter, also hat ihr der Galopp da ganz gut getan. Und natürlich schauen wir uns den Galopp auch auf dieser Seite an und hier wird der Galopp auch auf einer schönen großen Runde stattfinden. Also hier wird man nicht so markant erkennen, dass sie den Zirkel verkleinert, weil sie etwas auf die innere Schulter fällt. Natürlich würden ihr auch hier die Gruppe hereinhilfen helfen, aber so weit sind wir in dem Moment noch nicht. Also wir schauen eben einfach nur, dass der Galopp schön durchgehalten ist und dass sie da eben locker lassen kann und von sich aus schön weiter galoppiert. Also wichtig ist sozusagen, dass wir das Pferd vielseitig arbeiten, dass wir viele Handwechsel machen und eben auf unsere eigene Körperausrichtung achten. Dann haben wir gute Chancen, dass wir das Pferd schön auf die Kreislinie bringen. Hat dir mein Video zum Thema Longieren gefallen? Unter dem Video in der Beschreibung findest du den Link zu unseren Online-Kursen und findest alle Infos zu Einfach Reiten.